Lieben und herzlich willkommen in Ilias Welt mit Aven. Genau, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Heute gibt es ein Video, was wir vor einem Jahr genau gedreht haben. Und zwar, das war das erste neue Video im Jahr 2021 und es wird unser erstes neues Video im Jahr 2022. Und zwar, wir zeigen euch unsere Animal Crossing Insel. Viele haben sich ein Update gewünscht oder einfach mal wieder auch gewünscht, dass wir es mal wieder spielen und einfach ein bisschen was zeigen. Ein bisschen was hat sich ja auch verändert an unserer Insel. Die Bewohner, unsere Häuser, auch von außen ein bisschen. Und das wollen wir euch alles heute zeigen. Deswegen viel Spaß beim Zusehen. Mua. Also. Also, wir gehen mal in Animal Crossing rein. Ich habe gestern einen Schneemann gebaut. Und ich habe einen perfekten hätte ich eigentlich gehabt. Aber das große Teil ist aufs kleine Dorf gesprungen und dann war er natürlich nicht perfekt. Das hat mich richtig aufgeregt. Kann ich aufnehmen? Ja. Also, das ist die Melinda. Ich glaube, man kennt sie eh schon. Sie hat einen wunderschönen Hut auf. Sie ist ursüß. Also es gibt heute auch einen Countdown auf dem Festplatz. Und wir werden den Tag einfach ein bisschen zelebrieren heute. Und ich finde ihren Hut sehr schick. Ja. Und ich habe eine neue Frisur, Leute. Weil es gibt jetzt eine neue Insel. Aber ich brauche deine Verbindung auch kurz ein bisschen. Es gibt eine neue Insel, wo man seine Haare machen kann. Und das habe ich gemacht und sieht ursüß aus. Genau. Also, in meinem Haus hat sich ein bisschen was verändert. Ich fange jetzt einfach mal mit meinem Haus an. Also, das ist mein Haus von außen. Natürlich pink, weil ich pink liebe. Und das ist natürlich ein bisschen so größer geworden. Und schon mal, wenn man reinkommt gleich, hat sich mein Ding geändert. Und zwar mein ganzes Wohnzimmer, also mein Vorzimmer hat sich geändert. Das war das letzte Mal noch, glaube ich, mit der anderen Couch und so. Das habe ich jetzt ein bisschen gemütlicher gemacht, halt auch passend zum Winter, so mit Holz und so. Werde ich jetzt dann, wenn der Frühling kommt, wieder ändern natürlich. Aber so sah das jetzt die ganze Zeit aus und wird es auch noch ein bisschen bleiben, bis ich wieder Zeit habe, es gescheit zu ändern. Genau, dann gehen wir mal in die Küche, weil die hat sich auch verändert. Weil die war mir ein bisschen zu, keine Ahnung, zu komisch. Und deswegen war ich so, ich will eine bisschen abgedatete Küche haben. Und die schaut jetzt sehr, sehr fancy aus. So sieht es mal meine Küche aus. Alles mit diesen Kommoden hier voll. Die liebe ich über alles, weil ich habe echt lange gesucht, dass ich die mal alles bauen kann überhaupt. Weil ich diese eine Anleitung nicht hatte, die mir noch gefehlt hat. Aber ja, und da habe ich jetzt hier auch so einen Babystuhl, auch wenn ich damit nichts machen kann. Und diese Kücheninsel, nach der habe ich auch so lange gesucht. Soll ich etwas mit dieser Küche? Oh, ja. Man kann jetzt eben Kochrezepte machen. Ich glaube, ich habe nicht genug Zutaten. Aber das ist irrsinnig süß, weil... Ah doch, das Apfelding kann ich machen. Das mache ich jetzt kurz. Das sieht ursüß aus. Und jetzt habe ich hier so einen Apfelsmoothie. Und das sollte genügen. Weil man kann jetzt auch was essen und das bringt dir dann diese... Oh! Ah, keine Mumps. So, hier. Ich habe gleich Nuckmalen hier zum Sammeln. Ich soll ja was kochen. Genau. Also für 25.000. Ich sammle Nuckmalen immer nur. Ich habe wohl wenig. Ich glaube, ich habe null. Ich sammle die immer, weil wenn wir neue Bewohner suchen, dann braucht man die Meilentickets und dann kriege ich die immer. Also ich glaube, mein Badezimmer... Weiß ich gerade nicht, ob sich das verändert hat, aber ich glaube, es hat sich ein bisschen was geändert. Werden wir jetzt gleich sehen. Ja, und zwar hat sich dieser Beauty-Bereich hier geändert. Das hat mir nicht mehr so gut gefallen und deswegen wollte ich hier einen neuen haben. Aber sonst ist relativ viel gleich geblieben. Hier nochmal kurz eine Overview, falls ihr ein bisschen Inspiration braucht für eure Insel. So sieht das bei mir jetzt auf jeden Fall aus. Und in meinem Kinderzimmer. Ich habe ja ein Kinderzimmer. Mhm. Alle haben mich... Ich verstehe den Sinn darunter nicht. Ja, ich hatte noch ein Zimmer frei und ich war so, Kinderzimmer wäre doch ganz cool, oder? Und deswegen war ich so, wir machen ein Kinderzimmer draus. Das schaut so aus. Ich glaube, das kennt ihr schon, oder? Ja. Das ist relativ gleich geblieben mit meinem armen Hamster hier, der Tag für Tag hier durchlaufen muss. Aber was jetzt ganz neu in meinem Haus ist, ist das Obergeschoss. Weil da bin ich mir sicher, dass ich das letzte Mal noch nicht hatte. Und deswegen... Ganz sicher? Ja, ich glaube, ich hatte das weil noch ich, nicht. Ich kann mich nur noch einmal bei der Raufe. Wurscht, auf jeden Fall hat sich das komplett geändert.
Und zwar, ich liebe dieses Bonbon-Design, das gelbe. Da habe ich ihr die Couch geschenkt. Und es ist alles hier gelb mit diesem Bonbon-Design. Ich habe mir sogar von der Arin diesen Ding hier gestohlen. Weil sie hatte den und ich bin einfach in ihr Haus gegangen und habe mir den genommen. Jedenfalls habe ich hier diesen fancy PC, der so teuer ist in Animal Crossing. Aber ich wollte es unbedingt haben, weil er ist so unglaublich süß. Und eine Videokamera natürlich, damit wir hier Videos machen können für euch. Kann ich eine Begrüßung machen, warte. Nein, nein, nein. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen in Ilias Welt, nur mit mir. Genau, da habe ich diesen großen Teddybär hingestellt. Und wie gesagt, ich liebe dieses Bonbon-Design total. Gut, dann gehen wir wieder raus. Weil auf der Insel an sich hat sich auch was verändert. Und natürlich die ganzen Bewohner. Also man kann ja jetzt auch selber das Essen anpflanzen. Tun wir mal den Kescher weg. Ich schaue kurz, ob ich eine Post bekommen habe. Ich glaube, ich habe was bestellt, ja. Pilzplattform? Was habe ich denn da bestellt? Pilzplattform? Hä? Nee, das ist einen Festtagsboden. Und was ist das? Das ist platzieren? Ach, du hast dir das bestellt. Yeah. Warum stellst du dir einfach Sachen? Ja, weil Bubi mehr Geld hat, das ist eh. Ja, die Arbeit spielt zu wenig. Auf jeden Fall, also wenn man hier rauskommt, habe ich hier meine kleine Plantage. Weil man kann jetzt auch selber Essen anpflanzen und das habe ich hier gemacht. Der Hundeplatz, den kennt ihr auch schon, glaube ich. Der sieht so aus, ganz süß. Dann habe ich hier meinen Eislaufplatz, der ist neu, weil ich wollte unbedingt den haben. Und das ist eine neue Bewohnerin, schaut mal, wie süß! Die Trita. Lass uns quatschen. Sie ist so süß, ich habe irrsinnig lange nach ihr gesucht, das war die Arin, die auch unbedingt haben wollte. Yeah. Und ich habe sehr lange nach ihr gesucht und deswegen, jetzt haben wir sie endlich. Da wollte die Arin noch was basteln. Was wolltest du denn hier basteln? Ich wollte so, also... Wolltest du... Nein, also es war so in der Mitte, bei diesem hellen Streifen, wollte ich so da vorne eine Statue machen. Und bei diesen zwei dunklen wollte ich so eine Brücke, zwei Brücken drüber machen. Aber, ja, das ist jetzt toll geworden, aber... Yeah. Also gut. Aber ist doch schön. Ja, wunderbar. Komische Erde am Boden. Aber hier ist ein Geldbaum. Ein Geldbaum. Ja. Dann kann ich jetzt wieder. Ja, schau, warte hier. Also ein Sternibaum. Nicht da hinsetzen. Den grabe ich danach wieder aus. Jetzt sind auch im Winter diese wundersüßen kleinen Schneeflocken sind da. Oh, und sie singt. Misuzu. Ich liebe sie. Sie ist auch eine von diesen neuen Special-Bewohnern. Und ich finde sie irrsinnig süß und sie schenkt mir auch immer Sachen, voll süß. Hier habe ich so eine süße Matratze hingemacht, weil irgendwie der Strand wird nie voller Schnee. Das bleibt immer gleich. Ja. Der ist einfach immer der Strand. Hier habe ich noch ein paar Rutschen dazu gegeben. Und hier auch... Und das warte, eh wie immer. Da habe ich noch so eine kleine Sitzding gemacht, genau. Da ist Arins Haus, das zeigst du euch dann nachher selber. Gehen wir hier noch rauf, das ist der Sportplatz. Da habe ich ein paar Sachen geaddet und zwar, glaube ich, habe ich hier diese Spinde hinzugefügt. Hier neue Geräte habe ich dazu gegeben. Aber ich habe immer noch keinen einzigen Bewohner gesehen, der sich irgendwie drum geschert hat, diesen tollen Sportplatz zu verwenden. Hier haben wir noch ein Mountainbike und hier haben wir auch ein Schlagzeug, das die Bewohner spielen hier sogar. Die kommen einfach immer so random her. Warte, ich kann vielleicht hier so? Nein, man sieht es nicht, der Baum ist dazwischen. Ja, greif mich schnell aus. Genau. Also, und dann haben wir hier, kann man jetzt Schneemänner bauen im Winter, das finde ich immer besonders witzig. Warte, wir bauen mal einen. Mal schauen, ob mir der heute besser gelingt als der andere. Und er darf auch gegen keine Kante, sonst geht er mir kaputt. Boah, hast du gesehen, wie knapp das war? Mhm. Warte, wir gehen auf die andere Seite. So, also, wir bauen jetzt einen Schneemann. Hier rundherum. Genau. Willst du einen Schneemann bauen? Komm raus und spiel mit mir. Aber musst du da zwei Kugeln oder drei? Ja, ich mach zwei Kugeln. Das wird jetzt ein perfekter Schneemann. Ich bin perfekt! Oh mein Gott! Was jetzt neu ist und irrsinnig süß, ist mein Diner. Perfekt ist es natürlich nicht, aber ich liebe mein Diner. Ich meine, schaut euch an, wie süß. Warte, ich fange schnell diese Schneeflocke da. Ha!
habe sie nicht gefangen. Okay, jetzt ist sie weg. Egal. Auf jeden Fall kann man hier sitzen und hier ist eine Kasse sogar. Warte, ich glaube, wenn man drauf tippt, dann passiert sogar... Okay, passiert doch nichts. Ich dachte, es passiert irgendwas Besonderes. Yeah. Aber man kann hier die Kaffeemaschine einschalten. Hier haben wir wieder ein Bonbon-Ding, weil ich liebe das Bonbon-Design. Und man kann das Wasser unnötig anschalten. Nein, ich mag jetzt nichts kochen. Aber das ist irrsinnig süß geworden, finde ich. Und ich wollte es in Gelbtönen halten. Das heißt, es ist auch wunderschön süß gelb. Und ich liebe mein Diner. 10 von 10. Ich habe hier sogar so ein Diner-Schild. Das ist voll cool. Dann können wir uns das Haus von der Arwen anschauen. Oder wollen wir zuerst das Haus von der Arwen anschauen? Schauen wir uns erst mal das. Schauen wir uns erst also das ich Haus muss von der dazu Arwen sagen, es hat sich nicht so viel verändert, weil ich nicht so viel gespielt habe. Also ich wollte so ein Asia-Zimmer machen, so mit dem Bett und so, weil ich hatte halt dieses Bett und ich hatte kein anderes. Deshalb habe ich mir gedacht, okay, warum machen wir kein Asia-Zimmer? Wunderbar. Und jetzt ins Badezimmer? Das Badezimmer ist das reinste Chaos von der Arbeit. Ich verstehe das nicht, dieses Badezimmer. Ich habe noch immer kein Klo. Aber da ist ein Klo. Das ist ein Babywaschbecken. Lol. Seit wann kann man das? Hä? Sieht so süß. Oh, jetzt stecke ich in der Wand fest. Aber komm da wieder raus. Das hat die Arbeit, dass ich dieses... Dieses Becken hier hat sie sich geklaut. Das habe ich wohin gestellt? Auf einer Insel. Und die Arwen hat sie es einfach genommen. Das war so schön. Einfach weggebaut. Das kannst du selber bestellen, Arwen. Ja, aber das muss man immer einen Tag warten. Ja. Wurscht. Und oben die Küche? Die hat sich auch nicht so gut verändert. Also nicht so viel. Aber die war auch schon urschön von der Arwen. Ich wollte eh so eine Süße haben wie die Arwen. Also gut. Jetzt zeige ich euch nochmal... Ach! Marianne, Moi, was ist die für ein Pullover? Ja, Moment. Hä, ich habe doch mit dir gesprochen. Was haben wir hier noch? Hier sind jetzt eben die neuen Bewohner. Ich zeige euch kurz, warte, ich habe einen Look mal. Also, neu auf meiner Insel sind Misuzu, die Mareile ist geblieben, Nico ist neu, die Kathi spielt auch Animal Crossing und der ist von ihrer Insel auf meine Insel gezogen. Finde ich toll natürlich. Dann haben wir die Trita, die Marianne, den Dominik und die Marina und den Bill. Genau, so sehen meine Bewohner aus und die Häuser sind mega, mega süß. Genau, die Häuser hier haben sich auch ein bisschen verändert, also die äußeren Häuser, genau. Dann, ich wollte euch die Bäume zeigen, die leuchten. Genau, das ist der Shop. Ich wollte kurz in den Shop gehen, weil ich habe ganz viele Sachen zu verkaufen. Der Dinertisch ist da und die Boxen. Oh, wie nice. Oh, der Ofen ist ja ursüß. Ich hoffe, das ist jetzt alles nicht zu teuer. Also, ich kaufe dir den Ofen, Armin. Ja. Bitte sag mir nicht, dass der zu teuer ist. 2000 ist ja urwenig. Okay. So, also, dann brauchen wir noch diesen Dinertisch. Und jetzt ist der wahrscheinlich so urteuer. Der wird sicher voll viel kosten. 6000, okay, das nehme ich auch. Hä, hey, warum ist das so billig? Normalerweise stehen da ganz am Rand die Sachen, die so 10.000 oder so 100.000 kosten. Und die Boxen sind süß. Willst du auch Boxen? Ja, bitte. Schuhkartons, oh, die haben ja süße Dinge. Kaufe ich gerne noch ein zweites Ding. Nehme ich. Nein. Also, dann schauen wir noch, ob es irgendwelche süßen Tapeten gibt oder so. Schauen wir auch für dich gleich. Ja, eine Asia-Tapete. Die ist doch ganz cool da. Ja, oh mein Gott, ja. Schwarze Fenster-Tapete. Ich will ja auch eine haben. Die schaut ganz cool aus. Wir gehen aber jetzt noch kurz ins Museum, weil wir wollten uns das natürlich noch angucken hier. Weil da gibt es jetzt mit dem neuen Update ein ursüßes Café. Er ist eigentlich urunfreundlich. Er spricht zu urviel Text und er macht zu urwenig Mundbewegungen. 200 Sterne. Schaut mal mit so einer ursüßen Kaffeekanne. Er macht das so ganz vorsichtig. Er lebt richtig für dieses Café. Das ist so süß. Und schaut euch die ganzen Details im Hintergrund an. Ich finde das so süß gemacht. Hier, bitteschön. Ein frisch zubereiteter Kaffee. Vorsicht. Heiß. Danke. Und jetzt trinke ich den. Ich finde diesen Emote auch dieses süß.
Wahrscheinlich sieht es bei mir nicht so süß aus, wenn ich es nachmache, aber ich finde es im Spiel sehr, sehr süß. Wir jetzt wieder die Tassen. Gurr, vielen Dank. Und man kann auch seine Freunde dazu holen. Ah, jetzt kriege ich wieder nur mal. Und so kriegst du deine 25.000 Arme. So. Also, dann möchte ich jetzt noch die neue Tapete ausprobieren. Gehen wir sehen, wie die aussieht. An die Wand. Wow. Oh mein Gott. Das ist ja urschön. Und ich habe noch irgendeine Lampe an die Decke. Oh, die ist ja süß. Die passt halt so überhaupt nicht. Ins Zimmer, aber ich kann sie auch nehmen. Tja, ich lehne sie jetzt hier mal in die Mitte eigentlich. Oder so über den Tisch. Ja. So. Bild zurück zum Boden und dann beenden. Oh, das ist ja süß. Schau mal, das ist ja ungemütlich. Schon da hat man so eine Green Area jetzt hier. Wow. Aber mein Fernseher ist aus. Egal. Okay, meine Lieben, das war's mit meiner Animal Crossing Insel. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen, wir konnten euch ein bisschen Inspiration liefern und euch ein bisschen Ideen geben, was Räume und außerhalb der Insel angeht. Wie gesagt, wir hoffen, es hat euch gefallen. Warte, vielleicht kann ich noch einen Abschluss-Emote, vielleicht kann ich winken. Ja, ich kann winken. Also das heißt, glaube ich, eigentlich grüßen. Nein, winken. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis nächste Woche. Ganz viele Bussis. Ciao. Tschüss.